Der war ein Scheiß. Aber kennt ihr das Gehirnplack? Willkommen zu einem neuen Tag. Ich bin aufgewacht und hatte ein bisschen schlechte Laune. Das passiert auch manchmal im Paradies. Aber wisst ihr, was mir immer hilft? Das ist total krass. Ich dusche mich dann erstmal, für meine Haare und dann räume ich auf und mache sauber und dann geht es mir gut. Das ist total verrückt. Das beobachte ich hier sehr, sehr, sehr stark. Ich weiß nicht, ob das normal ist, aber es hilft mir total. Da habe ich die ganze Wohnung aufgeräumt. Die Mädels sind heute früh ganz früh weggefahren. Jetzt ist noch Bülow da und Leona. Und heute kommt noch Nadine mit Simon. Dann sind wir wieder zu viert. Und jo, heute ist leider ein Arbeitstag. Deswegen hatte ich wahrscheinlich auch schlechte Laune, als ich aufgewacht bin. Kein Surfen, kein Strand, nur Arbeit. Aber wir gehen jetzt gleich nochmal rüber. Wir haben den Schlüssel von dieser Wohnung bekommen, die uns interessiert, die wir eventuell auch kaufen wollen. Und da gehen wir dann mal rüber. Und da kann ich heute mal ein bisschen filmen. Das ist das Haarhaus und da gehen wir jetzt in den Keller. Das ist ja witzig. Was ist denn das für ein... Das ist ein Lilliputaner-Garteneingang. So, jetzt gehen wir mal runter. So, und das ist es im Moment. Also wir würden natürlich noch mega viel verändern. Zum Beispiel kann man diese Wand noch komplett rausreißen und es eigentlich bis zu dieser Mauer vormachen, den ganzen Raum. Dann ist der halt noch viel, viel, viel größer. Ich glaube, das würden wir auch machen. So, das ist halt die Küche. Hier ist ein Flur. Das Badezimmer ist eigentlich echt mega groß, aber das würde ich auch voll gerne so machen wie in unserer Wohnung. Und das wäre das Schlafzimmer. Da ist halt ein bisschen das Fenster blöd. Das ist halt nur ein ganz kleines Fenster. Aber ich habe auf Pinterest schon so viele Ideen gefunden, wie man das so einrichten kann. Mit so einer geilen Holzwand, wo man Sachen rausfräst und da hinten dran ist ein Licht. Also ich bin echt geistig schon sehr dolle hier. Und es wäre halt dieser mega Garten mit dabei. Ich habe schon voll die Visionen. Da geht so ein kleiner Pfad entlang. Und hier sind ganz viele Zitronenbäume. Und da hinten ein kleiner Grill. Und... Oh, da steht eine kleine Hütte, wo wir unsere Surfbretter reintun können. Also ich wohne hier eigentlich schon. Es gefällt mir eigentlich auch ganz gut, weil das sind Bäume, das ist ein bisschen schattig. Man sieht das Meer halt leider nicht, aber ich weiß, das ist hinter dem Hügel. Da, dahinter ist es. Deswegen ist es auch okay. Schon geil. So, jetzt muss man echt mal nachdenken. Also man kann mega viel draus machen. Man muss halt wirklich so ein bisschen Grips reinstecken und ein bisschen... renovieren und dann kann man echt was Geiles machen. Ich habe schon Bock, so eine Lilith-Ferien-Podcast, die gleiche Experience haben wie ich. Gibt es noch einen Blogpost mit Tipps dazu? Jetzt sitze ich auf dem Balkon und jetzt haben wir uns hier unser Büro eröffnet und unser, unser Callcenter, weil wir jetzt ganz viele Telefonate machen, weil ich ja immer noch ein bisschen nebenbei arbeite. Es geht halt nicht so ganz ohne. Also irgendwie... Ich möchte den Blog weiter befüllen und ein paar Sachen müssen halt auch einfach weiterlaufen. Das war mir schon klar. Ich versuche halt ganz wenig zu machen. Manchmal ist es doch ein bisschen mehr, als ich mir vorgenommen habe. Aber jetzt müssen wir halt so ein paar Kooperationen besprechen, die in nächster Zeit noch stattfinden werden oder schon laufen. Ich bekomme eine kleine Schulung heute Mittag zu meinem Huawei-Handy, das ich jetzt da teste. Sehr, sehr lange teste auf Herz und Nieren. Gefällt mir echt ganz gut mittlerweile. Also ich wollte ja auch so ein bisschen hier minimalistisch leben. Und minimalistisch leben heißt für mich auch, dass ich vielleicht nicht immer mein Stativ, meine Kamera und jeden Scheiß mitschleppe, sondern dass ich hier eigentlich versuche, nur mit dem Handy loszugehen. Und dann teste ich gerade das Huawei P10 Plus. Und das ist richtig cool, weil es eine Lycra-Kamera hat und richtig coole, große, kleine Blenden machen kann. Man kann ISO-Wert einstellen. Und dazu bekomme ich heute Mittag eine Schulung. Und ich glaube, wenn ich das Wetter so anschaue, verpasse ich auch nichts. Schaut euch das mal an. Das ist echt schon wieder so krass. Da ziehen so die Wolken vorbei. Richtig neblig. Ah, es kommt hier nicht so rüber. Aber eigentlich sieht man ja hier das Meer. Sehe ich da nichts außer Wolken. Und da zieht es entlang. 3 Telefonate schon erledigt. 1 steht noch bevor. Oh, ich habe heute totalen Gehirnblack. Kennt ihr das? Also, wenn man zu viel im Kopf hat und an so viele Sachen denken muss und eigentlich voll müde ist, aber sich so konzentrieren muss, um zuzuhören, dann fühlt sich so an, als wären die ganzen Gehirnströme verstopft. Oh Gott, der war ein Scheiß. Aber kennt ihr das Gehirnblack?
sondern wenn man so voll gepumpt ist im Kopf. Oh, das habe ich heute, bin ich gar nicht mehr gewöhnt. Ich habe hier schon so volles Laissez-faire-Aussteigerleben und heute muss ich mir wieder richtig nachdenken, zuhören, aufmerksam sein. Oh. So, wir gehen heute auf die Hippie Happy Pizza Party. Bin ein bisschen aufgeregt. Pizza für 10 Euro und Hippies und Live-Musik. Ich hoffe, es gibt noch Essen. Wir sind ein bisschen spät dran, aber es ist ja immer so, wenn 6 Leute versuchen dann aufzubrechen, dann dauert es ein bisschen. Live it up, live it up, live it up, live it up. Party. Wir sind 35 Minuten gefahren ins Nirgendwo und dann war es halt echt geil. Es war so ein bisschen Festival-Feeling. Es war eine Mischung, falls ihr euch da auskennt, wie Fusion und Kater Holzig, aber in Portugal. Und es war richtig cool, weil, naja, das ist das Einzige, was halt freitags hier in der Nähe geht. Es gibt keine Entscheidung. In Berlin gibt es ungefähr 35 Clubs, in denen man sich entscheiden könnte, wo man hingeht. Und was ist los? All good? Ich mach grad mal eine Abmord. Und ja, da waren wir alle und haben gedanced und Pizza gegessen und es war richtig cool. Und in dem Sinne sage ich bis morgen, tschüssi und baba.